Hey, yo, meine lieben Retroholics, wir zocken wieder Splatoon und heute will ich mal wieder ein bisschen aufsteigen. Und dazu gehen wir in die Lobby. Für alle, die jetzt erst bei mir mit Splatoon gucken anfangen. Lange hat es gedauert, bis ich mit Splatoon angefangen habe und ja, Standardkampf. Jo, jo. Und ich habe das Spiel schon eine ganze Weile gehabt, habe jetzt erst angefangen aufgrund eines Livestreams, wo ich mit ein paar meiner Abonnenten zusammengezockt habe. Da gleich für euch. Na, schön. Jetzt zocken wahrscheinlich gerade sehr, sehr viele. Ja, da müssen wir die Zeit etwas überbrücken mit Labern. Ja, da gleich für euch. Ihr könnt natürlich auch mit mir zusammenzocken. Entweder schaut ihr bei meinen Livestreams rein. Wird wahrscheinlich immer mal so freitags und samstags sein. Ich versuche einmal die Woche Livestream zu machen, wo ihr mit mir zusammen zocken könnt. Ansonsten schreibt mich einfach so an über YouTube und da können wir mal gucken, dass ihr mit mir euch befreundet. Unter anderem im Miiverse. Und da kriegen wir das dann schon hin. Hallo, der Countdown, das sieht aus, als ob hier eine Bombe gleich explodiert. Es geht darum, dass ich hier mitkämpfen kann. Ja, und Splatoon habe ich bis jetzt nicht so wirklich Erfahrung gehabt. Ich habe mir jetzt so meine ersten Waffen gekauft. Ich habe nur Waffen gekauft. Das andere will ich mir noch kaufen, aber ich will jetzt erstmal ein bisschen zocken. Ich habe den Farb Kleckser, also den Klecksroller, den habe ich jetzt mal ausprobiert. Ist ganz cool, aber ist nicht so ganz meine Waffe. Und jetzt habe ich jetzt den normalen Kleckser mir mal genommen. Jetzt bin ich gespannt, ob es denn damit besser funktioniert. So, noch 25 Sekunden, 22 Sekunden. Und ich hoffe, dann kommen wir in den Kampf rein. Teilweise habe ich ein bisschen Probleme mit dem Internet, aber das ist ein Platoon-Problem, nicht das Internet. So, kann gleich losgehen. 10 Sekunden. Also, ich bin ziemlich begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Hätte ich so nicht erwartet. Wiederum von Mario Maker bin ich nicht so begeistert, was ja auch 2015 erschienen ist. Und das feiern alle. Und Splatoon, also es geht immer hin und her zwischen Splatoon und Mario Maker, welches nun das beste Spiel ist 2015. Beziehungsweise allgemein das beste Spiel für die Wii U. Es kommt ja noch. Ja, die Wertung für Star Fox, das interessiert mich gar nicht. Und es kommt noch das neue Zelda. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Wie wär's denn mal, wenn es hier losgeht? Hallo? Na, geht doch. Ja, ihr seht, Stufe 4 bin ich im Moment. Und ich habe immer, ja genau, das ist immer mein Problem, dass ich solche Gegner habe. Oh, CJ mit Stufe 3. Ich habe jemanden dabei, der nicht ganz so stark ist. Aber ich muss sagen, ich fand eigentlich, dass ich mich ganz gut schlage, jedenfalls bei dem Splatfest. Video 1 und 2, wenn ihr gucken wollt, bei Splatoon. Splatfest. Ja, da habe ich mich relativ gut geschlagen, obwohl ich als Anfänger bin. Und die Waffe sagt mir doch etwas mehr zu. Das gefällt mir doch schon besser. So. Wollen wir mal schauen, ob wir denn hier ein bisschen was reißen können gegen diese extrem starken. Muss ja sagen, ich finde hier diese Bälle ziemlich geil. Ey! Lass mich in Ruhe! Dankeschön! Wiedersehen! Zack! Na warte, ich, du Vogel. Hab ich ihn? Nein, natürlich nicht. Der ist flink! Der ist flink, flink, flink! So, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hier mache. Ich werde wahrscheinlich verschiedene Videoarten hochladen. Also Splatfest werde ich hochladen, wenn euch die Splatfests interessieren. Ich werde Splatoon so hochladen, wenn ich jetzt zocke. Das gibt's nicht. Wenn ich jetzt zocke, so wie jetzt. Und dann wahrscheinlich, wenn ich mit euch zusammen zocke. Das werde ich auch nochmal extra hochladen. Aber so im Allgemeinen, ich werde es nicht so machen wie die meisten, einfach fortführend hochladen. Denn manche interessiert halt wirklich nur. Was weiß ich, ey, ich zocke immer mit den und den YouTuber zusammen, da will ich natürlich die Videos sehen, die Splatfests interessieren mich nicht und so weiter. Und deswegen werde ich das ein bisschen unterteilen, du Arschloch. Du kannst mich mal kreuzweise. Komm schon. Stirb doch mal, das kann doch nicht sein. Das ist so unfair, warum haben die so hohe Stufen? Ich will auch so eine hohe Stufe. Das sieht gerade für uns nicht so gut aus. Das kann nicht sein. Schüler, der Sack. Der hängt da oben auf den Turm rum. Na, warte. Na, warte. Komm ich mal von der anderen Seite. Mal hier ein bisschen helfen mit Einfärben.
Denn es geht ja eigentlich hier darum, nicht die Leute zu töten, so wie sie es gerade alle mit mir machen, sondern um einzufärben. Und es nervt ehrlich, dass die so krasse Waffen haben, denn da kann ich definitiv nicht mithalten. Also schon sehr, sehr unfair, muss ich sagen. Weil was die hier so einfärben, das ist schon heavy. Habe ich jetzt wenigstens jemanden erwischt? Shit. Ich dachte, ich krieg's noch. Ja, siehst auch, was der für eine Rüstung hat, also... Es ist etwas schwer für Anfänger, weil hier halt einfach irgendwelche Leute in ein Team zusammengeschmissen werden. Und da wird gar nicht überlegt oder ausgewürfelt, wer denn überhaupt zusammenpasst. Das hätte man besser lösen können, das gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich haben wir das Ding verloren. Weil die Gegner natürlich echt krassere Waffen und so weiter hatten. Naja. Gut, Punkte haben wir trotzdem bekommen. Das ist so unfair. Warum ist CJ mit in meinem Team gewesen? Ich verstehe das nicht. Da gibt es doch eine Möglichkeit, das ordentlich auszuloten. Es gab inzwischen so viele Updates und das kriegen sie nicht gebacken. Ich kann es nicht verstehen. Also eigentlich müsste, Stufe 50 ist ja die höchste Stufe. Eigentlich hätten sie es so machen können, bis Stufe 10, bis Stufe 20, bis Stufe 30. Naja, gut. Dann auch noch ganz viele Japaner dazwischen und die können natürlich Videospiele sehr, sehr gut. Sind wir jetzt die ganze Zeit in dieser Arena oder... So, jetzt ist es wenigstens ein bisschen fairer, denn CJ ist jetzt in dem anderen Team. So, zack, zack, zack. Erstmal hier fleißig einfärben. Na, du mieses Sackgesicht. So, ich färbe einfach mal ein. Ich versuche mich mal lieber nicht ankämpfen, solange ich noch so unterpowered bin. Okay, die Base ist safe. Verstehe. Ich sag's gerade noch, ne? Shit. Ja gut, egal. Sieht im Moment wirklich gut für uns aus. Sieht sehr gut für uns aus, muss ich sagen. Es sei denn, es kommt gleich wieder jemand, der mich hier vollkommen flattet. Bin ich der Einzige, der ins Gegnerteam geht, oder was? Was? Komm, 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 komm. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Geht weg. Geht alle weg. Woher wusste der, wo ich bin? Verstehe ich gerade nicht. Aber ich konnte ganz gut einfärben, das ist okay. Wow, runter! Ah. Das war unfair. Komm schon, schnell, 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 weiter. Jetzt sieht es wieder schlecht für uns aus mit hier Färben und so. Müssen. Ja. Hm, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? War noch. Okay, okay, okay. Einmal hier hoch, bitte. Ich stehe gerade hier voll auf dem Präsentierteller. Komm, komm, komm. Zu wenig Tinte. Ich habe zu wenig Tinte.
Erwischt. Wenigstens einen von den Hochrangigen. So, ich glaube, wir könnten gewonnen haben, so wie es aussieht. Ich bin nicht so ganz sicher. Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Ach. Herrgott, nochmal. Aber immerhin. Hallo. Ich stehe auf dem zweiten Platz. Nicht schlecht. Man muss sich eigentlich nur aus den Kämpfen raushalten. Und dann geht's ganz gut vorwärts. Finde ich auch ein bisschen blöd gemacht mit den Kämpfen, um so, ja, die Differenz zwischen töten und getötet werden, danach geht dein Rang. Aber wie viel du eingefärbt hast, worum es ja eigentlich bei dem Spiel geht, das wird nicht berücksichtigt. Aber wartet ab, ich habe ja noch ganz viele Möglichkeiten, mir Sachen zu kaufen. Wir sind ja noch am Start, ich habe im Moment nur Waffen gekauft. Und umso höher ich von der Stufe komme, umso mehr Waffen kann ich mir kaufen. Ich kann mir noch meine Kopfbedeckung kaufen, meine T-Shirts und. Da geht's dann vorwärts. Ja, auch ein großes Problem. Ich kenne die Arenen noch nicht. Das ist so ein Riesenproblem. Wenn man die Arenen nicht kennt, dann weiß man natürlich auch nicht, wo kann man sich verstecken, wo kann man hier am besten taktisch überlegen, sich zu platzieren und so weiter. Na, wo war denn der jetzt? Gehen wir mal zu ihm hier. Er hat nämlich gerade ein bisschen Probleme mit einem. Ne, der ist hier unten. Der Typ, der hier einfährt. Der Blaue. Deswegen gehen wir mal ganz woanders hin. So, der hat erledigt. So, wo sind sie? Das ist schon wieder so unfair. Die sind alle so stark. Wo sind denn die Leute, die erst mit Splatoon angefangen haben? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Boah, wollt ihr mich verarschen? Stirb! Wo sind sie denn alle? Moment. Hier lang. Gehen wir mal hier rüber. Stopp. Ja, funktioniert. Aha, Mist. Wo kam denn der jetzt schon wieder her? Komm schon. Die Respawn-Zeiten sind zwar wahnsinnig kurz, aber trotzdem kommt mir das echt lang vor. So, wir gehen jetzt mal ins Gegner. Viertel. So, zu wenig Tinte. Ja, ist gut. Komm, ich krieg mal. Ich bin schon lange weg. Vergiss es. Zack. Ha, den hab ich erwischt. Kannst du knicken. Wie reden die denn eigentlich mit mir? Kann ich das selber aussuchen oder ist das einfach nur so per Zufall? Toll, wieder verloren. So, eine Runde schaffen wir aber noch. Dadurch, dass wir am Anfang warten mussten, war natürlich ein bisschen blöd. Aber passt schon. Komm, nein, immer noch nicht. Und dann schaffen wir es sogar auf Stufe 5, wenn ich noch eine Runde gezockt habe. Das Spiel macht echt wahnsinnig süchtig. Also, da haben sie schon was Richtiges mitgemacht. Gefällt mir auf jeden Fall.
Nur fühle ich mich halt als Stufe 4 Spieler etwas verloren zwischen den ganzen Leuten. Und da ist es natürlich cool, wenn ich dann sehe, dass ich eben den einen platt gemacht habe und dann noch einen Kugel kriege, während der da die ganze Zeit auf den drauf feuert und ich da einfach mal drauf gehe und weg. Einer mit Stufe 22. Wahnsinn. Okay. Gut. Okay. So. Da müssen wir doch schauen, wie wir das Ganze hier jetzt handhaben. So, jetzt gehen wir hier hoch. Kann man ihn etwas überraschen, wo ist er? Und. Nein! Stirb! Das gibt's doch nicht! Wie viel zum Teufel halten die denn aus? Was ich auch übelst geil finde, ist hier diese Möglichkeit, was ich ja gerade benutzt habe, um dort wieder hinzukommen, also wo die Leute sind, mich dahin teleportieren zu lassen. Das finde ich richtig, richtig geil. Na? Wenn's ja mal funktioniert. Ups, so war das jetzt nicht geplant, aber okay. So, wo ist er? Ist er hier irgendwo? Da ist einer. Da müssen wir mal ein bisschen hinterrücks sein. Ich weiß nicht, wo er ist. Scheiße. Eine Klecksbombe. Lass uns mal dahin gehen. Das Blöde ist halt, wir müssen halt alles einfärben. Aber es macht natürlich viel mehr Spaß, hier zu kämpfen wie ein Bekloppter. Das ist halt schon natürlich was völlig anderes. Und, da ist doch einer. Und, deswegen vergisst man dann häufig, dass man hier Sachen einfärben sollte. Hier, das ist Mana. So, zack, 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 zack. Alles einfärben. So, was? Link? Was denn Link? Toll, da gucke ich aufs Gamepad und schon. Ja, shit. Na? Trotzdem mal. Schon wieder verloren. Ich bin für mein Team gerade nicht unbedingt eine große Hilfe, oder? Nee, wir haben gewonnen. Schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und ich bin nicht der Letzte. Ich habe sogar sehr, sehr gute Punkte, muss ich sagen, gekriegt. Also wenn ich jetzt die 8 Leute sehe, ich glaube, ich war auf dem 3. Platz von allen 8. Nach dem Punkt. So, kann fortsetzen? Nein, wir sind jetzt hier durch. Ich danke euch fürs Zusehen. Und ihr merkt schon, dass ich jetzt im Moment bei den Videos nicht so viel kommentieren kann. Weil ich mich noch relativ konzentrieren muss. Aber das wird sich ändern mit Splatoon. Ich denke mir mal, das wird jetzt sowas sein, was ziemlich häufig kommt, die Videos. Das Schöne ist auch, dass ich hier ziemlich gut vorproduzieren kann. Und dann immer mal, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Dass ich hier immer mal ganz gut vorproduzieren kann und euch dann im Prinzip dann halt ein paar Tage ältere Videos andrehen kann. Nein, euch hochladen kann. Weil wenn ich einmal im Spielen bin, dann spiele ich natürlich dann auch gleich weiter. Und deswegen, das passt schon. So, jetzt versuche ich natürlich mal ein bisschen in der Stufe nach oben zu kommen und mich ein bisschen zu konzentrieren.
Das mache ich ohne Aufnahme. Und mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Okay, gut. Wo ihr noch gucken könnt, ich werde jetzt gleich im Anschluss noch das Video drehen, was da danach kommt. Und zwar, wo ich mir jetzt mal meine Ausrüstung angucke, was ich mir noch so kaufen kann. Weil das möchte ich nicht unbedingt bei den Kämpfen mit reinbringen, da es manche nicht interessiert. Und die es interessiert, die können dann gerne das Video angucken. Also das kommt dann im Anschluss. Ich weiß nicht, welche Nummer das jetzt hat. Sagen wir mal, das ist jetzt Nummer 8. Video 8, dann wird das dann Video 8,5 sein. Okay, danke fürs Zusehen. Schreibt mir Tipps und Tricks unten in die Kommentare. Wenn ihr mit mir zocken wollt, schreibt mir das bitte auch. Und dann, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video.